Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen rumliegen, sehe ich gerade. Strauchsamen, okay, die können wir nicht wegräumen, weil wir keinen Platz mehr haben. Ja, müssen wir mal schauen. Das Spiel ist in Pause, lassen wir mal weiterlaufen. Die sind also noch zu Gange, diese Wand wird gebaut, das hatten wir ja letztes Mal noch aufgegeben. Ja, wir sind in Richtung... Sag schon, wir sollten vielleicht noch ein bisschen Algen gucken, dass wir da, hier ist noch Sauerstoff, dass wir den Oxalit da kriegen, dass wir ein bisschen graben, damit wir auch den Sauerstoff herkriegen. Machen wir mal so, dass das da weggeräumt wird, dann können wir auch Mauern bauen. Und zwar, oh warte mal, wir machen mal schnell nochmal einen Abbruch, ich will das hier erstmal nicht haben. Dann können die nämlich höher und kommen dann da oben an der Decke bauen dran, ne? So, machen wir erstmal so. Dann können die hier das weggraben erst, ne? Ach so, ich mache gerade einen Fehler. Ich wollte hier eine Reihe freilassen, damit wir, sag schon, dort einen Luftkanal haben sozusagen, dass man da den Sauerstoff nach oben steigt und nach unten. Das brauchen wir auf jeden Fall da. Das müssen wir jetzt nochmal hier abändern. Hier, diese drei müssen zerlegt werden. Hier, der steht eigentlich schon an der falschen Stelle. Ist jetzt aber nicht schlimm. Machen wir so. Und so. Vielleicht wird das dann noch passend gebaut. So, dann kann man hier auch den Luftausgleich machen, ne? Graben können wir hier noch bis dahin. Dann ist das auch weg. Wir machen aber hier schon mal eine Stelle, wo wir wissen, dass das da angedeutet ist, dass wir die Ebenen immer passend haben, ne? So, dann kriegen wir auch Algen und mit Algen können wir ja Sauerstoff machen. Jetzt müssen wir mal durchgucken, aber doch, da ist ein Sauerstoffdiffusor, haben wir schon da. Den müsste man weiter unten eigentlich hinsetzen, aber das ist jetzt hier noch nicht so die richtige Stelle, glaube ich. So, jetzt müssten wir hier gucken... Ah, die Pumpe ist zu hoch, ne? Da eins tiefer gekonnt. Ja, schauen wir mal gerade durch, was wir noch bauen können. Aha, wir haben jetzt auch das mit dem Strom komplett. Nahrung, den Matz mit Mikrobenmatcha, also der macht schon Essen, aber nichts Leckeres. Ist dann eher Bach und das mögen sie auch nicht so sehr. Hier haben wir schon alles soweit. Die gehen jetzt schlafen. Und das, die Forschungsstation ist eigentlich schon das Wichtigste, was wir als nächstes auf dem Terminkalender haben, oder? Einer schläft schon, der zweite geht, die dritte ist, glaube ich, die Nachteule, ne? Gehen wir weiter auf Graben. Und lass uns das mal so weit machen. Das wird ja von oben gemacht, ne? Ja, müsste gehen. Und dann müssen wir überlegen, was wir wo bauen nur, ne? So, jetzt kommt hier der Sauerstoff auch von dem Zeug da. Das ist schon mal ganz gut. Und wir können diese zwei auf jeden Fall noch weggraben. Jetzt ist noch die Überlegung, wo wir die Forschungsstation hinbauen, ne? Forschung braucht Strom. Ich glaube, wir machen hier die Forschung und da den Strom, ne? Jetzt geht es ja schon nicht mehr zu bauen. Fehlende Ressource, Metallerz. Okay. Dann haben wir das woanders für gebraucht. Ja, jetzt müsste man, hier ist Kupfererz. Das bedeutet, wir bauen mal hier die beiden, dann käme da das Tor. Und dann kommen die da nicht hin. Ne, dann muss ich den oberen wieder wegmachen. Den ersten hier, den machen wir mal gerade wieder weg. Und bauen hier weiter. Nur zu weit dürfen wir nicht, weil sonst haben wir da Dingens weg. Wie heißt es? Das Wasser weg. Schnell den da abbrechen. Damit wir da auch erst noch hinkommen, ne? So, das passt schon mal. Das ist alles gut. Forschungsstation geht nicht, wegen fehlendem Eisenerz.
Sauerstoff wird da aber noch produziert und da noch produziert. Also erstmal ist noch gut. Hier gibt es Dünger. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Okay, das wird gerade alles gebaut. Fällt allerdings auch ins Wasser. Gut, ja, aufräumen wäre auch angesagt, ne? Haben wir ja hier schon gesagt, ne? Ein bisschen mehr aufräumen wäre schon nicht schlecht. Hier müssen wir noch ein paar Blumenpötte oder sowas hinstellen, ne? Damit es da schicker wird. Wo sie schlafen, dann sind die auch glücklicher. Aber ich weiß nicht, ob es schon welche gibt. Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nicht wirklich. Ich glaube, die kommen hier vorne mit hin. Gut, aber wir haben auch noch einen Bedarf an Dingens. Wie heißt es? Ich glaube, wir müssen mal hier oben auch das gucken, dass wir da ans Werk kommen. Sag schon ans machen wir ja so. So. Und, ne, die Leiter, warte mal, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das sind 11, 11 mal 4 sind 44, das ist schon, 64 war, glaube ich, der maximal große Raum, ne? Aber ist ja auch okay mit rein erstmal. Obwohl, wenn wir es richtig machen wollten, dann müssten wir jetzt hier, zack, weg, machen wir hier. 16 mal 4, 40, 6 mal 4 ist 24, das wäre der maximale Raum. Dann machen wir mal bis dahin und ändern das gleich richtig um, ne? Und so, das müssen wir mal abbrechen, das Ding, und hier brechen wir auch ab, dann können die da oben den Deckel bauen. Und das müssen wir wieder abreißen dann zum Schluss. Wie wir hier ja sehen, wird hier nichts gebaut, weil sie da nicht mehr dran kommen. Da geht's aber, ne? So, wer macht denn jetzt was hier? Okay, hier ist was passiert. Wir haben aber leider nicht genug Materialien, die erst wahrscheinlich hier wiederkommen. Sauerstoff, Strom, das Hamsterrad könnte sofort hier hin. Warte mal, wer braucht Strom? Der braucht auch Strom, ne? 120 Watt, den würde ich schon mal hier hinbauen als erstes. Und dann das Hamsterrad bauen, aber das geht jetzt nicht mehr, weil wir da wieder Rohstoffe nicht genug für haben wahrscheinlich. Dann muss hier erst abgebaut werden, ne? Oder hier. Ja. Okay, da wird aufgeräumt. Weiß gar nicht, haben wir Alge? Doch, Alge hatten wir auch schon Bescheid gegeben, ne? Hier sind die Samen. Und mal gucken, wann das da weggeräumt ist und so. Wie sieht's denn mit Desinfizieren aus? Da ist noch nichts. Da sind so gelbe Punkte, die dann erscheinen, wenn was infektbelastet ist. Gut, okay, da ist jetzt gerade was hochgekommen, das heißt, den können wir jetzt bauen und das Hamsterrad geht jetzt auch. Würde ich jetzt das Hamsterrad hier hinbauen? Ne, ich glaube, ich baue erst die Batterie dahin. Ich glaube, es wäre schon schöner, das so zu haben, ne? Und dann buddeln wir hier noch ein bisschen mehr aus. Warte, nochmal das. Noch eine Lage mehr, machen wir so. Und graben dann. Oder machen wir erst die Wand da oben hin. Ja, das passt schon. Da. Da. Und das geht ja auch schon mal. Und das geht auch. So, da wird jetzt mehr gebaut. Das läuft schon mal. Die Forschungsstation ist ganz wichtig. Die müssen wir jetzt dann mal erst hin. Und da müssen wir Kabel legen. So, der, okay, wäre jetzt einer, ist da, okay, wir haben nicht genug zum Kabel legen. Dann fehlt uns noch Material, da war ja noch was. Jetzt müssen wir gucken, wo wir noch Eisenerz, Kupfererz haben. Das haben wir wahrscheinlich nur erst da oben, ne? Müssen wir die Prioritäten anders setzen noch.
Okay, da gibt's jetzt was. Neuen Mitbewohner oder aber Rohstoffe. Muss man dann überlegen, was man macht. Ja? Hilfspaket, Rost, 1000 Kilo. Oder eine Pilzspore, aber wir wollen eigentlich lieber jemanden haben, der erstmal was machen kann hier. Kreativ und Wissenschaft, also das wäre ein Forscher. Wir könnten natürlich erstmal nach unseren Leuten gucken, aber kann Doktorfähigkeit Aufträge nicht durchführen, also das ist nicht so schlimm, kann Forschungsaufträge nicht durchführen, kann dafür super kochen. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Luftverbrauch gesenkt, athletisch erhöht. Wissenschaft ist Forschung. Forschung schneller voran. Ich weiß gar nicht, was. Ne, wir gucken gerade erstmal nochmal, wie unsere Fertigkeiten gerade sind. Ne, warte mal, das war die falsche Stelle. Die Prioritäten sehen wir das. Wir haben hier jemanden, der angreifen kann und graben kann. Und wir haben hier jemanden, der Doktorfähigkeiten hat. Und diese Person ist ein ultimativer Graber sozusagen dann, ne? Also das bedeutet, wir können da nochmal, egal welchen wir nehmen, haben wir beides nicht. Und ich denke mal, die Forschung ist in diesem Moment wichtiger. Drucken. So, dafür müssen wir natürlich dann auch sofort wieder ein Bett her haben, ne? Möbel. Stellen wir mal erst hier hin. Und das priorisieren wir. So. Dann haben wir das schon mal voran. Hier wird gerade der Strom gemacht, der dann nicht laufen kann, weil wir keinen Kupfer haben. Das bedeutet, wir müssen unbedingt hier oben hin. Hier wäre auch noch Kupfer. Das können wir mal gerade graben. Wo hätten wir noch Kupfer, ohne dass wir ein Problem haben? Hier auch nicht. Das geht auch noch. Ja, ist schwierig dann, ne? So, da ist der Raum zu Ende. Ich glaube, wir machen das mal hier mit einer Leiter hoch. Ja, da haben wir zwar da ein bisschen schlechte Luft, aber das soll erstmal egal sein. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier. Und da. Und da. Und da. Hier haben wir dann Doppelschacht. Brauchen wir den? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir brauchen den nicht. Wir machen das so. Und machen die zwei da wieder weg. Ein einfacher Schacht reicht auch. Gut. Und dann machen wir nochmal das. Ja. Das erst so. So ist doch okay, oder? So, die sind wie wild am Aufräumen. Wir haben aber immer noch kein Kupfer und das ist jetzt zu priorisieren. Priorität hochsetzen. Hier war Kupfer. Und da war Kupfer. Ja. Und dann würde ich sagen, müssen wir da den Weg nochmal machen. Und ich glaube, wir müssen dann tatsächlich hier noch was machen. Ja, das muss alles mit 6 und fertig. So, wo ist der? Die Nachteule ist da. Okay, das hat geklappt. Und dann sollte das mit dem Strom auch wieder klappen. Ist die Prio jetzt auf 6 liegend eigentlich? Oder weiß ich gar nicht. Und dann brauchen wir noch das Hamsterrad. Das kommt jetzt direkt daneben. Und dann müssen wir noch den Strom darüber haben. Und da fehlt es jetzt dran, ne? Ist klar. Gut.
Jetzt schlafen 3 von 4 und sie ist am Arbeiten. Alles gut also. Hier haben wir was, was nicht weggeräumt werden kann. Und das ist Kohle. Das heißt, wir brauchen da noch so einen Container. Den bauen wir da mal schnell noch hin. So, 3 arbeiten, einer nicht, ne? Oder wie war das? Ist das so? Weiß ich jetzt gar nicht. Glaube ja. So, die bauen dann mal fertig. Wir brauchen jetzt wieder Kupfer. Haben wir noch irgendwo Kupfer? Das ist abgebaut, das ist abgebaut. Haben wir jetzt nicht. Die sind hier jetzt am Weiterbauen. Die Leiter kommt dann. Haben wir das schon priorisiert? Ich glaube nicht, ne? Ne. Machen wir jetzt aber mal gerade die Leiter hier hoch. Und dann kriegen wir da oben nochmal. Und nochmal gerade hier graben. Und die beiden nehmen wir auch noch mit. So läuft es dann erstmal. Da wird schon was gebracht erstmal. So. Ja, und dann müssen wir immer drüber nachdenken, dass wir auch Dingens brauchen. Wie heißt es? Essen. Zuerst hat man ja was bei. Das ist ja hier in der Truhe hier drin. Aber ab und zu muss man auch mal was mehr haben. So, da wird wieder Eisen bzw. Eisenkupfer abgebaut. Das ist schon mal gut. Sofort ist hier auch wieder an mit Strom. Und sofort müssen wir gucken, dass wir die Leitung dafür legen. So, das hat jetzt geklappt. So, und eigentlich müssten wir das jetzt mal priorisieren, ne? Damit wir Sauerstoff kriegen. Wie sieht der Sauerstoff denn aus? Ja, das fängt nämlich schon an, nicht mehr so gut zu sein. Das hier ist weg. Oder? Einer ist noch. Nee, das ist Erde. Wir haben keinen Sauerstoff mehr hier. Das heißt, wir müssen jetzt Prio setzen. Und zwar in diesem Feld. So. Das müssen wir priorisieren, aber nicht mit 5, sondern natürlich mit 6. Hat gut geklappt, ne? So. Okay, wenn die da fertig sind, gehen die nach da unten, würde ich sagen. Und hier haben wir jetzt nochmal Kupfererz abgebaut, das war ja auch gut so. Dann wird noch was hingebracht. Ist hier noch Feld 6? Eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir jetzt unten weiterarbeiten. Diese haben schon dicke Backen, das heißt, sie haben schon keinen Sauerstoff mehr. Ist also wichtig, dass da was passiert, bitte. Kein Sauerstoff, genau. Deswegen sollt ihr auch hier unten arbeiten, ne? Einmal bitte hier hingehen. Einer kommt schon. Und geht auch schon voran. Super. Kupfererz wurde schon geliefert, sehr schön. Ja, die macht jetzt hier natürlich anstatt hier, obwohl die Batterie ist ja sogar schon fertig. Ja, geht, kommt, läuft. Und der Strom muss natürlich sofort hier mit Leitungen darüber in die Batterie, ne? Nicht, dass das Hamsterrad eher fertig ist wie die Leitungen, dann drehen die da drin rum und das wird in die Welt verpuffen. So, er hat keinen Strom, ist klar. So. Wenn der fertig ist. Hamsterrad ist schon auf 6 gestellt. Aber nur zum Bauen, ne? So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, hier die 6 auch einstellen, damit Strom erzeugt wird, ne? Damit der hier läuft. So, und dann brauchen wir natürlich diese Forschungseinrichtung auch, damit wir weitere wichtige Sachen bekommen, ne? So, das läuft alles. Das haben wir alles. Da brauchen wir nichts. Bett haben wir gemacht eben. Und die Forschungsstation sollte auch kommen. Wenn sie die dann bauen. Aber das sieht ja erstmal gut aus. Strom wird fabriziert, das heißt, es gibt auch Sauerstoff. Und schon wird es hier schicker. Bläulicher.
Das hellblaue ist, haben wir genug Sauerstoff. Okay. Ja, hier oben ist noch schwach. Da müssen wir noch gucken, dass es da auf jeden Fall hinkommt, ne? Zu unserem Wohnraum. Schlafraum, nicht Wohnraum. Hier wird es immer heller, das ist super. Es tritt aber gerade keiner. Weil wahrscheinlich gerade Freizeit ist oder so, ne? So, Prioritäten müssen wir dann auch setzen. Dekorfähigkeit, Graben. Haben wir diese Person, die das macht? Und wer war jetzt für Forschen? Da hatten wir doch gerade die... Ah, hier unten. Dekorieren und Forschen. Forschen da. Dekorfähigkeit da. Und Graben hatten wir da. Komm, das machen wir mal Ruhe, Prio. Doktorfähigkeit war es nicht. Dekorfähigkeit, Doktorfähigkeit. Und hier, ja, das lassen wir erstmal auf 1, ne? Versorgung, Lagerung, Bauen. Ich glaube, wir lassen das erstmal so, wie es jetzt gerade ist. Wir müssen aber gerade mal gucken, gibt es noch hier irgendwelche Duplikantenfertigkeiten? Hier ist doch jemand, der schon eine Fertigkeit hat. Dann geben wir doch da mal ein Plus 1. Die anderen müssen noch steigen. Gut, das ist Lieblingssache. Läuft also. So, er macht Strom, das ist schon mal gut. Hier fehlt nur jemand, der forscht, weil wir keine Forschung haben. So, die wollen wir dann auch anstoßen. So, das ist der ganze Forschungsbaum. Und wir sollten vielleicht als erstes auch gucken, dass wir das mit der Nahrung machen. Ja, das ist jetzt zwar hier ein Algenterrarium und der Kompost, aber diese Pflanzenkiste ist ganz nett. Die müssen wir als erstes mal machen. Da müssen wir überlegen, wo die Pflanzenkiste hinmachen. Oh, der erste Bottich hier ist wahrscheinlich schon leer. Aber wir haben ja auch schon einen, der... Was haben wir denn hier noch liegen? Kohle war das? Ich glaube, Kohle war das, ne? Nee. Sandstein, Sandlager nicht verfügbar. Ah, Sandstein ist dann voll wahrscheinlich. Rohmaterial. Sandstein, so sieht's aus. Rohmaterial. Sandstein bitte einmal. Und wir brauchen mehr von dem Ding hier. Können hier aber auch noch weiter reingehen, ne? Ja, das geht ja dann. Können da auch einen Boden ziehen. Dann geht das schon mal. Er macht wieder Strom, also auch Sauerstoff. Wie sieht es damit aus? Ja, hier unten ist schon schick grün. Grün. Ja doch, wohl, ist schon mehr grün wie blau. Passt also. Sollte also sich auch ausweiten. Müssen wir nur gucken, dass wir das dann noch optimieren wahrscheinlich. So, hier hinten ist alles noch rot. Das ist natürlich hier. Atembares Gas gibt es hier. Ist kaum atembar, also da ist es noch ein bisschen schlecht mit zum Schlafen, ne? So, gibt's schon neue Dinge? Haben wir? Brauchen wir nicht, oder haben wir? Haben wir alles? Mikrobenmatsche. Ach, warte mal, wir müssen noch ganz schnell hier die Zeiten, den Zeitplan machen. Die dritte Person. Ah, okay. Da müssen wir hier was Neues machen. Das machen wir mal auch schnell. Freizeit kommt dann bei der Person hier hin. Und Badezeit machen wir bei deren hier hin. Und Arbeitszeit ist dann da und dort. Schlafen können sie ja passend. So, und dann ist das Kamille, die wir da einfach hinsetzen und alles ist gut, oder? Dann hat die eine andere Zeit wie die anderen. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Runde, aber demnächst. So, hier oben können wir auch schon wieder einen neuen Behälter pflanzen. Oder auch zwei. Das ist schon mal gut. So. Jetzt ist neuer Zeitzyklus angefangen. Ne, Zyklus ist noch der alte, aber der kommt gleich, weil jetzt Nacht ist. Okay, hier ist aber ein bisschen Strom drin, dass das auch weiterläuft. Wie sieht es denn aus jetzt mit dem Sauerstoff? Leider hier noch nicht gut. Hier unten ist besser, der muss nur aufsteigen, ne? Ja, wir werden auf Dauer gucken müssen, dass wir hier eine Klimaanlage hinkriegen, die dann hier den Sauerstoff bringt. Oder wir
brauchen so ein Ding da oben. Ja, und die Forschung muss vorangetrieben werden. Da machen wir mal auch Prio 6. Für die Zukunft. So, Sauerstoff wird aber auch noch neu produziert, aber die werden jetzt gleich wach werden, weil sie nicht genug Sauerstoff haben. Dann haben die nachher nicht gut geschlafen und dann sind sie stinkig und das ist alle nicht gut. Siehst du, hier ist schon jemand und holt frische Luft. Wenn da oben überhaupt frische Luft ist, okay. Also da müssen wir noch dran definitiv arbeiten. Wir müssen an Essen arbeiten, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn das nächste Video kommt. Und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben. Was geht besser? Was habt ihr für Tipps etc.? Alles klar, bis zur nächsten Folge. Ciao.